Macht er. Aufnahme läuft. Tipptopp. So, beim letzten Mal wollten wir uns einen IT-Runner kaufen, ne? Aber das ging nicht, weil dieser IT-Runner nicht funktioniert hat, richtig? Irgendwas war da mit dem IT-Runner. Steigen wir ins Fahrzeug ein hier. Ich fahr mal kurz mit unserem schönen 824er zurück. Und da müssen wir uns was anderes holen, ne? Ich habe auch schon eine Idee. Weil wir wollten ja noch die Tiere versorgen, ne? Mit Wasser, ne? Das war ja, glaube ich, unser Gedanke, oder? Tiere mit Wasser versorgen? Ich glaube, das müssen wir noch machen, ne? So, Leute. Wird spannend. Genau, Fleischwärmer, ne? Jetzt, wo ich alles sehe, habe ich irgendwie Lust auf LS. Bestimmt halbes Jahr nicht mehr gespielt. Was? Du hast ein halbes Jahr kein LS gespielt? Bitte? Nach wie vor geil, der 800er. Ja, das ist ein schönes Ding, ne? Aber ich mag den, ey. Ein richtig geiles Ding. Im Multiplayer kann man, wenn man einen anderen Hof erstellt, auch die Icons sehen auf der Map, aber nicht anklicken. Zum Beispiel Makais Bierstüberl. Ach so, meinst du das? Ja, mal sehen, wie das gelöst ist. Man kann ja auch als Lohner arbeiten, ne? Das geht ja auch. Maxim, Grüße, hi. So, wir schalten den erstmal aus. Der IT-Runner funktioniert irgendwie nicht. Der macht einen Dual-Call-Stack. Kann natürlich sein, dass das in Verbindung mit einer anderen Mod ist. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Wir brauchen aber trotzdem noch Wasser für unsere Kühe, ne? Meiste Zeit Ego-Shooter. Dann kam Hogwarts ja auch noch dazu. Ach so, ja gut. Mathis, moin. Also wir brauchen Wasser, Leute, ne? Tierhaltung. Und wir brauchen noch den mobile Melkdingens, ne? Das brauchen wir auch noch. Also ich würde mir dieses kleine Appy hier holen. Wobei, wenn wir jetzt bald die neue Version haben. Warte mal, nee. Dann brauchen wir doch wieder hier diese Dinger. Ich kaufe mir aber mal den größeren hier. Stimmt, da können wir die Schläuche bald wieder anschließen. Fixt mich beides nicht. Ah, ist halt Geschmackssache, ne? BKT-Reifen. Farbe, machen wir mal. Babyblau, Lemken. Machen wir mal einen blauen. Schwarz, weiß. Ja, kann man so machen, ne? Sehr gut. Ne, 81 war was anderes. Ich glaube 22. So. Kaufen wir uns einen größeren. Kostet nur 17.000. Bei LS kribbeln die Finger. Definitiv. Also momentan aber auch bei ACC so. Bei mir. Ne? Jetzt am kommenden Wochenende, Leute, werden wir gleich zweimal, habt ihr die Möglichkeit, zweimal mit mir zu zocken. Einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Am Samstag, Ausrufezeichen ACC, ab 19 Uhr. Zocken wir eine Runde Assetto Corsa Competizione auf der wunderschönen italienischen Strecke Monza. Da freue ich mich mega drauf. Da könnt ihr gerne mitfahren. Start des freien Trainings, 30 Minuten, circa 19.30 Uhr. Qualifying dann so gegen 20 Uhr. Und danach dann das Rennen, so ab 20.30, 20.45, eine Stunde lang. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze werden wird. Und wie wir uns im Monster schlagen. Muss sagen, für mich war Hogwarts das beste Spiel des Jahres. Also, ich habe es ja auch gespielt. Ich spiele es ja auch ein bisschen. Und so nebenbei ab und zu mal. Und ich finde es halt auch okay. Ne? Also, es ist ein gutes Game. Definitiv. Das ist das einzige Game, was ich aktuell so nebenbei, wenn ich mal Zeit habe, spiele. Schrei dich so. Der Ricky wieder, weißt du? Ah, yeah. Wieder verklickt. Bring mir bitte mal einen Kakao. Ah, Wölfi möchte gerne Kakao. Sehr gut. Geschmäcker sind verschieden, das stimmt, ja. Das ist richtig. Einmal schwarz, bitte. Einmal schwarzen Kaffee. So, guck mal. Und hier... Wir haben ja gerade die Bilder gesehen.
Hier kommt ja gleich der Schafshof. Auf der linken Seite. Und da, wo das Weiße Haus ist, da ist dann die Brauerei jetzt auf der neuen Version der Auf Bergmann, die dann bald erscheinen wird. Mahlzeit. Hohoho, ma. Grüße, Rob. Mahlzeit. Also da wird die neue Brauerei dann sein, jetzt wo das Weiße Haus steht. Und hier wird dann noch das, die Brauerei kommt weg und das Gebäude, da ist dann ein neuer Stroh, neue Strohgebläse und sowas, ne? Also das wird mega cool. So, wir brauchen erstmal Wasser, denn wir müssen unsere Kühe versorgen. Und dann müssen wir gleich noch den mobilen Melkstand kaufen. Ihr seht schon wieder, das Geld schwindet, ne? Das Geld schwindet. Und was wir auch gleich noch machen können, ist, Leute, ich könnte gleich mal mein Headtracking rausholen. Und dann können wir das mal konfigurieren hier für das Spiel. Da müsst ihr mir gleich mal ein bisschen helfen, wie man das am besten einstellt. Aber ich glaube, bei Ingo im, im jeweiligen Discord ist, glaube ich, noch eine Erklärung, ne? Welches Geld? Guck mal oben auf dem Konto. 72.000. Da ist doch Geld da. Versteh die Frage nicht. Versteh die Frage nicht. So, wir fahren mal rückwärts ran. Hier, unser Schlauchsystem kommt wieder, ne? Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und selbst wenn es nur eine Animation ist, dass man die Schläuche nicht aufnehmen kann, was ich nicht glaube, wird es auch mega cool. So, wir brauchen Wasser, Leute. Einmal voll machen, bitte. Und in der Zeit machen wir den mal aus. Gucken mal kurz zur Brauerei. Die Farmcon, fast bei mir zu Hause ist. Yo, Ausrufezeichen Farmcon in Lauingen ist es. Da freue ich mich auch mega drauf. Hotel schon gebucht, Leute. Ich freue mich mega auf die Farmcon. So, wir gucken mal kurz hier, ob alles läuft. Natürlich nicht. Einmal alles einschalten. Ist doch genug drin. Da ist auch noch genug drin. Da auch. Können wir schon wieder was abfüllen? Oh, guck mal, schon wieder 10 Liter, ne? Auf Farmcon freue ich mich mega, ja. Das wird mega cool. Können wir noch was reinmachen? Das ist doch gar nicht fertig, ne? Warte mal. Müssen wir mal starten hier. Sehr gut. Tipptopp. Das läuft. Und hier, dieses Gebäude kommt weg. Da kommt dann so eine Durchfahrhalle hin. Wie wir uns gerade angeschaut haben, es wird einen neuen Hof geben, auch auf Bergmann. Der wird sich, glaube ich... Warte mal, da war der Händler. Hier befinden. Das wird auch cool werden mit dem zweiten Hof. Da freue ich mich schon mega drauf. So, Wasser müsste, glaube ich, gleich voll sein. Das passt soweit. Wir müssen nämlich noch rüber zu den zu unserer Kuhweide und die natürlich auch noch ausstatten. Ne, nee, läuft noch. Wie voll ist denn das? Oh, das dauert noch ein bisschen. Da können wir mal kurz zur Käserei laufen. Sehr gut. Kühe und Tiere haben wir versorgt. Ach, Käse könnte man eigentlich auch mal verkaufen, ne? Schon wieder alles leer? Hä? Das haben wir doch erst voll gemacht, oder? Schon wieder leer. Haben wir noch Milch? Haben wir Ziegenmilch? Haben wir 375 Liter. Kuhstallhof. 5000 Liter schon wieder. Müssen wir ein bisschen was holen, ne? Ein bisschen Milch holen hier. Ach, ist das herrlich, Leute. Ne, am Samstag, 16 Uhr schon Streamstart. Da könnt ihr gemeinsam mit mir LS zocken auf der wunderschönen Map Ostseeküste. Ne, einfach da sein. Modliste gucke ich mal, dass ich die morgen nochmal habe. Das sind alles Mods aus dem Mod-Hub. Gegebenenfalls, wenn ihr die Modliste nicht habt, geht ihr einfach auf den Server, dann sagt ihr euch, welche Mods fehlen. Dann klickt ihr einfach auf Jetzt herunterladen. Dann lädt ihr die herunter. Ich weiß aber nicht mal, was ihr für eine Internetleitung habt. Deswegen stelle ich den Link schon mal vorab zur Verfügung, sodass ihr die Mods dann auch herunterladen könnt. Ne? Und am Samstag gemeinsam wieder Autorennen am Start. ACC. Auf der wunderschönen Monster-Strecke. Start 19:30 Uhr. Freies Training. 20 Uhr, dann denke ich mal Qualifying. Und gegen 20:45 Uhr dann das Rennen. Freitag gibt es eine Runde Flight Simulator. Ne, Ausrufezeichen kommen ist der Befehl. Modliste gibt es noch nicht dafür.
Am Donnerstag spielen wir eine Runde Contraband Police weiter. Also dieses Zoll-Game und noch ein bisschen Simrail. Das ist so der Plan für die Woche. Ja, haben wir noch einiges zu tun, ne? Und morgen natürlich wieder Witcher-Time, ne? Ich hoffe, ich komme diesmal ein bisschen weiter. Weil beim letzten Mal mit dem Kreisschlingen, das hat ja ewig gedauert, ne? Das hat ja ewig gedauert. So, einmal gleich die Buttermaschine anschmeißen. Gucken wir mal. Ich glaube, ich werde gleich mein Headtracking auspacken, dass wir... Ist das schon voll, jo? Dass wir gleich, dass ich dann gleich mit dem Kopf mal hier alles steuere. Das muss ich dann mal einstellen. Weil ihr habt gesagt, in ACC ist das auch geil, ne? Mit einem richtigen Headtracking. So. Da musst du aber LS neu starten. Ist ja nicht schlimm, Borgi. Ist ja nicht schlimm. Ich muss erstmal das Programm runterladen. Überhaupt von dem, Track, ja. Ich muss das immer installieren und das ist ja nicht schlimm. Oder ich mache das danach, nach dem Stream in Ruhe. Mit dem Einstellen. So, wieder da. Kakao, Kaffee in Schwarz und Streuselkuchen. Sehr gut. Wo ist deine Latte? Ricky. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kein Anstand, der Junge. Da kann man bestimmt auch wieder Milch hier mit Schläuchen abtanken. Das wird auch geil. Dazu sagen wir mal nichts. Ja, besser ist, ne? Besser ist. So, erstmal die ganze Milch hier rüberfahren. Deine was? Kaffeelatte, Mensch. Kaffeelatte. Ihr seid eure welche. Mein Kaffee ist auch schon wieder alle. Und Sky hat mir gar keinen mitgebracht. Und Maschira, alles gut bei dir? Hast den Laptop soweit eingerichtet? Ihr Ferkel. Ja, du hast damit angefangen. Ich habe kein Vollautomat. Da musst du Stefan fragen. Stimmt. Ich habe ein Vollautomat. Mittlerweile. So, das können wir schon mal anschalten. Buddha. Käse. Aktivieren. So, eine Fuhre fahren wir noch rüber. Ach ja, Leute. So ist das, ne? Nochmal eine Ladung rüberfahren hier und dann passt das. Ja, zumindest zum Schauen. Oh, okay, dann geht's ja. Zum Schauen reicht's. Zum Zocken wahrscheinlich eher weniger. Aber besser als gar nichts, das stimmt, ne? Tore, grüß dich, hi. Guten Abend, Markus. Grüße. Na, wie ist es? Alles klar bei euch? Ja, ansonsten ist es auch viel zu langweilig. Die ganze Zeit nur rumliegen oder was? Das ist ja auch langweilig, Maschira. Nassen Ring, moin. So. Eine Fuhre Milch, dann fahren wir rüber zu der Kuhweide. Da müssen wir nämlich die Tiere noch mit Wasser versorgen, bevor die verdursten. Futter und sowas haben die ja schon genug da. Sehr gut. Wenn es nur liegen wäre. Ja, gut, okay. Ja, ja, ist ein bisschen mehr, glaube ich dir. Ah, wichtig ist, dass du wieder Lappy hast, wo du ein bisschen Interaktion auch hast. Dass es dir hoffentlich bald wieder besser geht. So, die Ziegenmilch, die sparen wir uns erst nochmal. Und dann fahren wir jetzt mal rüber. Zu der Kuhweide, ne? Müsste jetzt auch voll sein. Hallo, ist das die neue Version? Nein, Famaradek, das ist nicht die neue Version. Wir haben vorhin uns nur die Bilder angeguckt. Die neue Version erscheint im Frühjahr.
Wunderschönen guten Abend, hallo. Ich hätte gerne schon die neue Version, aber müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ne? Lady William, guten Abend, hallo. So, Abfahrt, Leute. Auf zur Weide. Aber einmal hier rum. Wie du siehst, ist es nicht die neue Version, ansonsten würde hier schon ein Strohlager stehen. Morgen 8 Uhr Ergo, 10.30 Uhr Kine, dann nochmal, oh Mann. Oh Mann, Marschierer. Aber gut. Irgendwann ist auch vorbei. Dann müssen wir da Häme und dann passt das soweit. Ist echt ein schönes Gespann hier, ne? Mit den 8-24er. Schönes Ding. Mal eine Frage. Was bringst du den Kühen auf der Weide zum Futtern? Heu. Heu in Ballenform. Kannst du dorthin packen. Das funktioniert. Lose müsste, glaube ich, auch gehen. Ich habe denn schon Ballen dorthin gebracht. Die legst du einmal da drauf, ziehst die Gabel da raus und dann füllt sich der Trog. Heuerer ist durchaus ausreichend. Also das ist so minimal der Unterschied. Kannst du auch am Kuhstall machen. Es muss kein Mischfutter sein. Oh, der schnurrt wie ein Kätzchen hier. Guck mal, da sind sie schon. Wir haben nicht viele Kühe bisher auf der Weide. Ich glaube, 4 Stück haben wir uns geholt. Aber es reicht auch erstmal für den Anfang. Sieht sehr luxuriös, vor allem die Räucherkammer. Ja, wir haben einiges schon gesehen. Wir haben uns gerade die Screenshots alle angeguckt. Ich weiß nicht, ob Andi mir noch ein paar extra geschickt hat, aber ist schon geil, ne? Freue mich da mega drauf. Ja. Räucherei, Papierfabrik, zweiten Hof noch, neben dem Baudingens. Ganz viele neue Gebäude, neuer Händler, also ganz, ganz viele coole Sachen. Ach, wir müssen hier ran. Lull. Ah, ich fahre aber von der anderen Seite ran, vielleicht funktioniert der Trigger da auch. Du musst ja sowieso einmal drehen. Ich habe da einfach Heu reingepackt. Wir drehen mal hier auf der großen Kuhweide. Eine neue Version hat viele Neuerungen. Ja, viele, viele Neuerungen. So, wir fahren mal wieder raus hier. Der Steg hat zu viel Zeit. Ja, Steg ist immer hier. Recki hat immer nur zu viel Geld. Dafür weniger Zeit. Mahlzeit, Messel Moor, ich grüße dich. Hi. Na, sind wir auch dieses Jahr wieder auf FarmCon? Schon Hotel gebucht, Leute. Auf einer Lauing. Einmal Wasser. Für die Tiere. Sehr schön. Gut. Wir können eigentlich mal hier Fenster aufmachen. Wo ist die? In Lauingen. Ausrufezeichen FarmCon. In Bayern. Messe in Moor. Am 1. und 2. Juli. Wurde heute angekündigt. Hab auch schon Hotel gebucht. Cool. Mich hat er doch nicht. Ach. Boah, Ricky. Das sollte jetzt nicht Gebäde sein, ne? So war das jetzt nicht gemeint. Hä? Ricky, das war kein Gebäde. Da fahre ich selber. Ah, sehr gut. Danke für 10 weitere verschenkte Subs, Ricky. Du bist verrückt, ey. So war das gar nicht gemeint. Aber gut, danke dir für 10. Dankeschön. Und erst Digger, Junge. 15. Danke. Was? Das war kein Gebäude jetzt. Nee. Aber danke dir. Vielen lieben Dank. Jodie Foster, hallo. Fail Junkie. Hat sich erstmal bedankt. Und er ist dicker Junge. Guten Abend, hallo. Klepp. So, guck mal. Frisches Wasser hier. Mal kurz einen Screenshot machen. Ach, herrlich. Guck mal. Ach, scheiße. Jetzt habe ich wieder diese... Mann, ich hasse das. So. Ach, guck mal, guckt sie genau nach oben. Beste. Sehr gut. Kurz einmal hier. Dankeschön, Ricky. Schon 702 Abos verschenkt. Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Wie geht's? MS spielt? Mir geht's gut. Alles gut, Stefan? Ja. Kann man die Screenshots sehen? Ausrufezeichen Map auf der LSFM-Seite in den News. Oder du gehst ein bisschen zurück hier im Stream. Zu Beginn haben wir uns die angeguckt.
Ich habe nur Frühschicht und habe daher nachmittags immer Zeit. Das ist auch gut, ne? Ja. Das ist auch gut. So, Wasser haben wir jetzt genug hier drin. Wir gucken mal kurz. Ja, Wasser ist drin. Wir haben den Futtertrog gefüllt. Das sieht auch gut aus. Der ist randvoll. Wir haben ein paar Kühe hier. Und jetzt holen wir noch den mobilen Melkstand. Den kaufen wir uns nämlich auch noch. Machen wir zu hier. Zack. Den brauchen wir nämlich auch noch, ne? Zwar erst später, aber wir brauchen ihn. So, Abfahrt. Da gehen insgesamt 5000 Liter hier rein. Boah, der Berg ist schon steil hier. Brauchen wir auch vielleicht noch Wasser bei den Schafen? Hast du die Kühe aus dem Stall dahin gefahren? Ich habe neue gekauft, Chamber. Man hätte aber auch die aus dem Stall nehmen können, ja. Zum Beispiel hier oben. Wir haben ja oben auch noch hier die Rinderzucht. Die haben wir auch schon. Und da habe ich welche hier aus dem Stall genommen. Also, bis auf den Bullen, ne? Da habe ich welche hier aus dem Stall genommen, aber hierfür habe ich neue geholt, ja. Aber schon ausgewachsen, ne? Es wird auch eine neue Brauerei geben. Wahrscheinlich den Fotos. Einen scharfen Flagge. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja. Haben uns alles angeguckt, Farmeradek, vorhin. Glaube ich, so 30, 40 Fotos waren es insgesamt. Und da werden einige Sachen kommen, ne? Räucherei, Papier, Karton. Es gibt einen neuen Hof. Es gibt einen neuen Händler. Es gibt eine Holzproduktion und. Ganz viele neue Features. Ich glaube, ich mache da zu morgen vielleicht nochmal ein Video dazu. Dann fasse ich das nochmal zusammen. Aber auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen, ne? Richtig coole Sachen. Da freue ich mich mega drauf. So. Erstmal Unfall gebaut. So, warte mal. Mal kurz was gucken. Kurz hier was starten. Mal gucken, was funktioniert. Wunderschönen guten Abend, Leute. Alle einen guten Start ins Wochenende. Auf der LSFM-Seite habe ich nur 10 Fotos. Das ist richtig. Der Andi hat mir die geschickt, um die zu zeigen. Da musst du einfach mal ein bisschen im Stream zurückgehen. Geht ja. Oder guckst du dir später nochmal den Stream von Beginn an. Ach, muss ich mich wieder anmelden hier. Kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwo anmeldet und das nicht direkt funktioniert? Ach, ich hasse das. Kurz meiner Frau schreiben. Wo habe ich denn jetzt Discord? Mal kurz mal den QR-Code einmal hier ready machen. So. Gut. Tipptopp. Weiter geht's. Chicken, Hallöchen. Grüße. Storno an Kasse 2. So, gute Nacht. Ich verabschiede mich mal. Adriano, angenehme Nacht und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss, tschüss. Ihr Passwort ist falsch. Ne, ist richtig. Das war richtig, Sky. Guck mal, was haben wir denn hier denn schon Schönes? Das ist schon der Hafer, ne? Ist das schon der Hafer hier? Ne, das ist Gerste. Gerste haben wir hier. Die wächst schön. Hier haben wir den Hafer angesehen, ne? Beim letzten Mal. Das kommt bei mir meistens. Da kenne ich was von. Meine Frau kann das auch gut. Die gibt auch mal gerne falsche Passwörter ein. Da wundert sie sich, dass es nicht funktioniert. Da als Antwort bekommst du, aber beim letzten Mal ging, hat er das Passwort auch genommen. Ne? So der Klassiker, ne? Hier kann man zurück im Stream. Du gehst einfach auf meinen Namen. Und dann klickst du einfach unten links auf das allererste Video. Also da bei Infos. Und dann gehst du einfach zurück. Pens Error. Ihr Passwort ist zu kurz. Ja, auch, ja. Auch. Auch. Klickst einmal auf den Kanal. Ne? Dann kriegst du die Übersichtsseite. Dann klickst du einfach auf das... auf den aktuellen Livestream unten in der Leiste und dann müsstest du von Beginn an den Stream sehen oder kannst du da durchgehen. Das müsste eigentlich gehen. Passwort 123456. Ja, definitiv beste Passwort, Ricky. Ja. Ihr Passwort ist nicht sicher. Richtig. Das kommt dann auch meistens, ne? Das kommt dann auch meistens. So. Tipptopp. Guten Abend, Nussmix. Hallöchen. So, das haben wir fertig. Und... wir fahren jetzt nochmal zum Händler.
Und holen uns noch den mobilen Melkstand. Den brauchen wir auch noch. Dann haben wir das nämlich auch schon mal vorbereitet. Und dann brauchen wir bald wieder ein bisschen Geld, ne? Sehr schön. Das ganze Geld geben wir wieder aus, was wir beim letzten Mal uns erarbeitet haben. Und ich glaube, wir müssten auch noch ein bisschen Silage rüberfahren zur BGA. Oder da war noch was drin. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Und einen Güllebomber brauchen wir eigentlich auch noch. Ach, was sind die alles brauchen, Leute? Kann man nirgendwo Wasser abladen, wenn man zu viel hat? Nee, leider noch nicht. Das ist noch nicht mit eingebaut, Cargonaut. Dann am besten, wenn du Easy Dev hast, einfach nehmen in das Fahrzeug hier. Einfach bei Fahrzeug klicken und dann gehst du einfach auf Leeren. Oder setzt das Fahrzeug einmal zurück und dann ist es direkt am Hof und dann kannst du es direkt wieder mitnehmen. Ne? Shut up and take my money. Was? Bitte? Was, Jody? Was soll ich? Klappe halten und nimm mein Geld. Was für ein Geld? Shut up and take my money. Achso, du meinst hier von der Händler, meinst du? Mein Passwort ist stark. Es ist das Jahr der Heiligsprechung von... Was? Domingo de Guzman durch Papst Gregor den 9. Schön. Super. Google hilft, ne? 1, 2, 3, 4. Ist das wirklich so? 12:34? Lol. Du sagtest, du willst Kohle raushauen. Dann let's go. Ach so, meinst du. Ja gut, okay. So. Um Milch abzutanken bei der Kuhweide, braucht ihr diesen Melkroboter. Was? Hopfenanbau? Nee, Hopfenanbau war da nichts. In der Version. Durchwachsene Silphi kommt mit rein. Aber von Hopfenbau habe ich noch nichts gehört. Nee. So, auch 8.500. So. Dann haben wir den auch gekauft. Und das Schlauchsystem kommt wieder, ne? Ich freue mich da mega drauf. Das wird einfach grandios werden, Leute. Sehr schön. Gut. Dann den mobilen Melkstand noch mitgeholt. Jo, ich mach Feierabend. Tschüss, Valentin. Mach gut. Danke fürs Vorbeischauen. Die Wiese war noch nicht ready, ne? Oder? Wir gucken mal kurz. Wartet. Mal Blinker anmachen. Ich kann auch eigentlich mal die Dinger ausklappen hier. Komm ich da nicht ran? Mist. Jetzt. So, was ist mit der Wiese hier? Die wächst noch, ne? Die ist noch am Wachsen. Jo. Die ist noch am Wachsen. Das dauert noch ein bisschen. Sehr schön. Gut. Die muss noch. So ein bisschen, ne? Abfahrt. JCD. Also ich hoffe, man möchte auf Bergmann sein. Ja, wie gesagt, es gibt keine Hopfenfarm. Aktuell, wie gesagt. Kann sein, dass das noch irgendwann mal kommt, aber aktuell in der nächsten Version auf keinen Fall. Ach ja, so ist das, Leute. Ich glaube, den mobilen Melkstand können wir direkt drüber fahren, ne? Würde ich jetzt sagen. Heute mag mein Internet mich nicht. Ach Mensch, Sky. Am besten einmal Router neu starten. Danach geht's wieder meistens. Moin. Mahlzeit.
Aber auch laufende Aussetzer, echt? Komisch. Wahrscheinlich irgendwie eine Großraumstörung oder sowas. Also am Stream liegt's nicht, der läuft flüssig. Guck jetzt nochmal hier auf dem Bild. Nö, läuft. Vielleicht mal ein bisschen die Bitrate runterdrehen. Hab Kontakt zu JCD. Ach so, keine. Ach so, die haben das angepasst. Ach so. Ich habe auch Aussetzer. Ja. Das ist schön. Liegt wahrscheinlich am Namen. Ach, herrlich. Aber nicht im Internet. Ja, gut, okay. So. Guck mal, das können wir direkt hier hinparken. Dann haben wir es direkt immer parat, ne? Können wir da hinten hinparken? So, wir gucken mal. Dann haben wir den hier direkt stehen, ne? Super. Sehr schön. Ich bin ja gespannt, was wir dann in der Räucherei alles räuchern können. Ne? Fisch natürlich, klar. Und noch ein paar andere Dinge. Gut. Dann gehen wir gleich mal zur BGA rüber. Da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Nein, der kommt da nicht weg. Der kommt da nicht weg. Komm, fahr rüber da. Schwarzwälder Schinken. Oh ja, das wäre was. Oh ja. Lecker Schwarzwälder. Sandra, guten Abend. Hallo. Ich grüße dich. Hi. Der Salami. Die gute. Guten Abend, Manuel. Ich grüße dich. Moin, moin, Berli. Hallo. So, fahren wir mal zu unserer BGA rüber. Da müsste, glaube ich, noch ein Trailer stehen mit Silage. Parma ist besser. Wir wollen ja Parma. Lecker Parma-Schinken. Ui. Ach, guck mal, ist so Silage drin. Achtung. Oder Lachsschinken. Oh, der ist auch gut, Sven. Das stimmt. Lecker Lachsschinken. Auch lecker, ne? Hat was. Oder? Geht da noch was rein hier? Nicht viel, glaube ich, ne? Ah, ein bisschen. Ist voll, okay. Wir gucken mal kurz, wie viel da noch drin ist, ne? Lass mal gucken. Schon wieder beim Essen gelandet. Ja. Weißt du, wann die neue Version rauskommt? Nein, Manuel. Im Frühjahr. Aber mehr weiß ich auch nicht. So, schon wieder 2000 Liter, ne? Forelle und Räucherlachs. Oh, ja. Auch gut. Apokalyptika, danke für 101 Bit. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Den habe ich zum Glück da gelassen. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Schön. Weiter hier. So blinke ich eigentlich auf meinen eigenen Feldwegen. Das verstehe ich auch nicht. Ich mache das irgendwie immer aus Reflex. So, dann fahren wir mal hier hin.
gut, Leute. Packen wir den mal hier. Jetzt mal auf. Gut, dann gehen wir mal kurz rüber hier zur, zur Lohnabfüller. Der ist ja immer noch da. Der wird auch in der zukünftigen Version da sein. Ich guck mal, ob ich hier schon ein bisschen was abladen kann. Na, nicht viel, ne? Rotwein? Nee. Der stellt den ganz langsam her. Bier. Können wir aktuell nicht abfüllen, weil kein Bier mehr da. Da ist auch nichts mehr. Ach, guck mal, da ist noch was. Da ist noch produziert. Machen wir mal Direktverkauf. Hier haben wir schon Direktverkauf, ne? Da auch. Gut. Buttertrommel, Ziegenkäse, Käse, Heulager. Ach, guck mal, Heutrocknung können wir wieder aktivieren. Wie sieht es bei der Silage aus? Ah, da war nichts mehr drin, ne? Aber guck mal, 147.000 Liter haben wir noch. Was haben wir denn? Silage. Bei der Biogasanlage. Da. Silver Run Market. 323. 47.000. Gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das passt soweit. Da ist dann später die Brauerei. Nee, hier nicht. Nee, hier nicht. Sky. Die Brauerei ist hier. Die Brauerei ist hier drüben. Hier ist die Brauerei. Sky, hier. Also in der neuen Version, die dann irgendwann rauskommt, ist hier die Brauerei. Also hier ist die Bäcker und hier ist die Brauerei. Da, wo die ganzen Gebäude jetzt stehen hier. Also das kommt weg hier. Hier steht die Brauerei. Hier. So, das wächst alles. Das wächst. Wie viel Gülle haben wir denn in unserem Lager? Ich guck mal. Gülle, Gülle, Gülle. Wie viel Gülle haben wir denn da? Mist. Guck mal, 47.000 Liter. Das ist schon recht ordentlich, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was kostet denn so ein Güllebomber? So ein Gülle-Transportfass. Lass mal gucken. Wo ist denn hier Güllefässer? Was kosten die denn? Auch Gülle durchpumpen. Cotte Garan, ne? Ist auch ein geiles Ding. Sag mal, lohnt sich die BGA zu kaufen? Bekommt man viel Geld für Strom? Also, der produziert zwar langsam, aber du bekommst schon ordentlich Geld. Der Höchstpreis war aktuell, guck mal, aktuell ist er bei 1700 pro 1000 Liter, ne? Also, nee, 800 und steigend. Und der Höchstpreis ist im März, also jetzt, also um die 850 bis 900 kriegst du pro 1000 Liter. Das lohnt sich schon, ja. Weil wenn du überlegst, dass du für Silage nur 323 bekommst, ne? Das auf jeden Fall, ne? Jens, guten Abend, hallo. Also es lohnt sich definitiv, das zu verkaufen, ja. Auf jeden Fall. So, meine Frage war jetzt, womit kann ich am besten Gülle transportieren und wieder ausladen? Also einfach nur für Gülle transport. Ah, guck mal hier, so ein Fass, ne? Das kostet halt 95.000, ne? Da passen 30 Kubik rein. Aber ist natürlich schon geil, ne? So ein Ding hier. Das ist ein Transportfass, ne? Jo. 30 Kubik. Oder die Dinger hier. Das ist so ein Zubringer, ne? Ja, die gehen halt auch.
Weil wenn die einmal hier drin sind, kriegst du nicht mehr raus, ne? Du musst das vorne nehmen. Was, die hier? Oder die? Die Dinger hier, oder was? Die Zunhammer? Die? Mit denen kann man das transportieren? Mit denen nicht? Mit den beiden nicht, oder was? Ah, das ist so ein Feldrandcontainer, ne? Ja, stimmt, da steht's. Als Zwischenlager. Ah, hier, steht doch dabei. Ich muss aber lesen, ne? Ja, lesen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Güllefässer werden verwendet. Gülle. Mit diesem Fass lassen wir Flieger transportieren. Auflieger können mit Dolly. Ah, guck mal, bei denen geht's aber auch. Guck mal, das kostet aber 95.000, ne? Puh. 95.000. Guck mal, das kostet nur 52.000. Den könnten wir nehmen, ne? Passen rein 21 Kubik. Das reicht doch erstmal. Dann kaufen wir uns das erstmal. So, 24. Das reicht erstmal. Der ist top. Ja, passt, würde ich auch sagen. So, gut. Dann werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Gülle abtransportieren. Von A nach B. Ich muss mal gucken, ob ich hier über die Mauer komme. Ja, komme ich. Komme ich dann hier auch wieder über den Zaun. Boah, der wird schon... Geht. Das passt, das ist top. Okay. Gut, dann holen wir mal Gülle ab von den jeweiligen Dingern und bringen das mal zu unserem Güllelager. Ne? Ich habe ja ein Güllelager. Wo? Das ist hier unten. Damit wir das langsam mal voll machen. Ne? Ah, da fahre ich hier lang. Okay. Ja, da müssen wir mal unser Gülle lagern. Und dann brauchen wir natürlich doch irgendwann unser Verschlauchungssystem wieder. Ne? Also hier das Pumps and Hoses müssen wir uns auch irgendwann nochmal gönnen hier. Dass wir das dann auch mit der Verschlauchung ausbringen können. Ne? Bietet sich ja an. Gut, gut. Dann brauchen wir wieder den Fendt. Weil da brauchen wir ordentlich Power, ne? Machen wir mal hier zu. Weil Gülle stinkt. So. Dann fahren wir mal zum Händler. Heute ist großer Einkaufstag. Ihr merkt schon, ne? Heute kaufen wir richtig ein. Und heute schlagen wir richtig zu. Ach, da müssen wir da hinten weiterfahren. Okay. Sehr gut. Heute wird Geld ausgegeben. Wir müssen natürlich dann auch wieder Geld verdienen, ne? Aber das kommt dann mit der Zeit. Und ich denke, da werden wir noch ein bisschen Geld auch mit Holz nochmal machen. Dass wir auch da noch ein bisschen was haben. Gönn dir mal. Ja, muss auch mal sein, ne? Ich gönne mir auch gleich noch was zu trinken, wenn wir damit fertig sind. So, auf zum Händler. Was kommt bei der Mehlproduktion? Was kommt bei dir aus der Mehlproduktion? Mehl vielleicht? Oder was meinst du? Habe ich die Frage falsch verstanden? Was kommt bei dir aus der Mehl? Säcke oder Paletten? Das kannst du einstellen, Hans-Günther. Kannst du einstellen. Ich nehme immer Säcke. Das kannst du einstellen. Wo? Ja, bei der Produktion. Zeige ich dir gleich. Der Fan ist in der Modliste, Tore, ja. Findest du auch im Mod-Hub? Bei der Mehlproduktion kannst du es einstellen. Hier ist doch Mehl, ne? Hier ist Getreideschrot, Landhandel. Wo war denn Mehl nochmal? Mehl war... Hier, Getreidemühle, Mehl. Da ist es doch. Warte, ich spring mal kurz dahin. Klar kannst du es einstellen. Meine ich zumindest, oder? Hier ist doch Mehl, oder? Mehl? Produktionsstelle verwalten. Konnte man das hier nicht einstellen? Ach nee, das war bei den Säcken. Nee, das war bei Getreideschrot. Sorry. Bei Getreideschrot war das. Hier kannst du es nicht einstellen. Nein, nein.
die spawnen alle hier. Oder? Ich guck nochmal. Mal kurz die Trigger. Nee, da kannst du nicht einstellen. Nee, das war bei, der Getreideschubproduktion. Da kannst du es einstellen. Hier nicht. Hab ein Pumpsaus direkt nach Release gekauft. Bisher mir die BGA genutzt. Wollte es immer nutzen. Kam nur das Spielstände so weit. Ja gut, okay. Müssen wir mal testen. Bei mir kommen das aber nur in Paletten raus. Ist das normal? In Paletten? Ich weiß nicht, was in Paletten ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts da, um das zu testen. Servus. Kann ich dir nicht sagen. Kann auch Paletten sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen, weil ich in dieser Version, glaube ich, noch gar kein Mehl gemacht habe. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. 100%. Ich weiß leider nicht. Doch, doch. Doch, auf Behalten stellen. Ach so, wenn du auf Behalten gehst, dann kommen Säcke. Ich krieg die nicht in die Bäckerei. Das sind Säcke, meine ich doch. Auf Behalten stellen, ja. Und dann kommen Säcke. Warum du Paletten hast, frag mich nicht. Vielleicht eine andere Mod oder hast du dir was anderes eingestellt? Du kannst auch verteilen gehen, dann verteilt er die direkt, aber die musst du auf Behalten gehen. Ich meine auch, das wären Säcke gewesen. Kann sein, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich habe keinen Weizen, um das zu testen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Und cheaten will ich jetzt hier nicht. Dann ist es doch, auf Verteilen geht das Mehl direkt in die Bäckerei, ja. Und Paletten daraus wüsste ich jetzt nicht. Wenn du es natürlich in Paletten abfüllst, dann kriegst du die da nicht mehr rein, ne? Das ist natürlich klar. Aber das ist ja wieder was anderes. Ah, dass da Paletten rauskommen, wäre mir neu. Gibt es die Ella aber schon? Boah, da weiß ich gar nicht was. Die muss mal gucken im Mod-Hub. Ich weiß es nicht. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Der Pete, Mahlzeit. Schön, dass du wieder da bist. Du hast schon seit längerem. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Aber jetzt auch wieder regelmäßig, ne? Ich freue mich auch, Leute. So, wir haben uns gerade hier so einen Zunhammer Gülletechnik Transportfass gegönnt. Und mit dem werden wir jetzt Gülle rumfahren. Und von unseren Stellen rüber zu unserem Gülle-Lager, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir beim Kuhstall auch schon Gülle haben. Da könnten wir die auch noch abfahren, ne? Antonio, guten Abend, hallo. Schauen wir einfach mal, ne? So. Sehr schön. Fahren wir erstmal zum Schweinestall. Oh, da müssen wir rückwärts ran, ne? Oh, nee. Ein Drehschemel. Oh Gott. Ich glaube, ich fahre erstmal zum Kuhstall. Wir gucken erstmal, was beim Kuhstall so drin ist. An Gülle. Fahren wir erstmal zum Kuhstall. Hast du die Bilder von der Hof Bergmann gesehen? Ich habe noch mehr Bilder gezeigt, Antonio. Ja. Andi hatte mir freundlicherweise noch ein paar mehr geschickt. Die haben uns am Anfang des Streams angeschaut. Und ist schon sehr geil in der neuen Version, was da alles kommt. Also da freue ich mich mega mäßig drauf, ja. Das wird richtig cool. So, warte mal, wir müssen mal... hey, hier lang, ja. Das wird mega gut werden, ja, Antonio, ja. Habe ich schon gesehen, ja. Ja, gerne. Kannst du jederzeit angucken, das VOD ist ja online, ne? Kannst du dir jederzeit angucken. Video ist ja da. Und Gülleverschlauchung gibt es auch wieder, ne? Da freue ich mich auch schon drauf. So, einmal Gülle bitte voll machen. Wie viele Liter haben wir denn da drin? Bei den Kühen, lass mal gucken. Boah, 31.000 Liter alleine hier. Und bei der Rinderzucht, wie viel haben wir da? Ich guck mal kurz, wo ist denn die Rinderzucht? Marki, guten Abend. Hi. Danny, moin, na wie ist es? Ja, Ellerbach gibt's auf Mod-Hoster. Boah, da will ich nie was laden auf Mod-Hoster. Also Mod-Hoster ist der letzte Müll. Also wenn du dir da nichts einfängst auf der Seite, aber muss halt ja selber wissen, nee, lohnt sich da noch nichts abzufahren. Also Mod-Hoster würde ich nie irgendwas runterladen. Auf der Seite. Oder meinst du Mod-Hub? Bei Mod-Hub ist was anderes, ne? Also Mod-Hub ist ja offiziell von Giants und Mod-Hoster. Da kann ich eben abraten, Mods runterzuladen.
Der größte Müll. Der alte Scam, diese Seite. So, komm, mach voll hier. Ich freue mich schon, wenn wir bald hier mit Schläuchen in der neuen Version arbeiten können. Da bin ich mal richtig gespannt, ey. Das wird... Schau jetzt aktiv nur deinen YouTube-Spielstand. Gibt es hier große Unterschiede? Ja, hier haben wir ganz viele Sachen, Antonio. Hier sind ein paar Sachen unterschiedlich. Wir haben schon viel mehr hier. Wir haben natürlich auch viel mehr Spielen hier auf dem Projekt. Wir haben hier schon das Weingut, wir haben Holz, ich habe die Rinderzucht, ich habe das Baugebiet, da habe ich mir so ein kleines Industriegebiet gebaut. Dann habe ich mehrere Felder hier, wie du siehst, mehrere Ställe, Geflügelzucht, also BGA, also hier haben wir schon ein bisschen mehr, auch mehr Fahrzeuge und sowas. Ne? Otto Savar zu LS 11 Zeiten, die erste Anlaufbahn, das stimmt, ne? Aber heute, wie du sagst, leider kompletter Müll. Ja, das ist leider wirklich so. Das ist leider wirklich so. Das ist leider so. So, warte mal, wir machen das mal aus. Interaktionsmenü. Set Output. So. Können wir anmachen, ne? So, der ist gleich voll hier. 21 Kubik ging, glaube ich, rein, ne? Ja. So, Sweezy Mahlzeit, guten Abend. Wie nennt sich der Mod, womit du die Türen aufmachst? Das nennt sich Simple IC, ist nur für den PC verfügbar und muss in den Fahrzeugen verbaut sein. Weißt du, das ist ein Skriptmod. IAC-Fahrern. Mahlzeit, Grüße. Findest du auch in der Modliste. Ausrufezeichen Mods. M-O-D-S. Aber die Fahrzeuge müssen das auch können. Ne? Und das ist hier ist der Fan-Favorit von Bayern Agrar. Und der kann das. Der gibt es zwar auch für die Konsolen, aber halt ohne Simple IC, weil halt diese Skript-Mods nicht erlaubt sind. Ne? Das vielleicht auch noch kurz zur Info. Für alle Consolero-Zocker. Ne? So, wir sind voll. Und der kann das hier zum Beispiel. Gibt es noch ein paar andere in der Modliste. Der Deutz Agrostar, der kann das auch. Der in der Modliste ist. Und auch der Unimog. Bitte, bitte, Sweezy. So, wir fahren jetzt ein bisschen Gülle noch weg. Dann hole ich mir gleich was zu trinken. Ich verabschiede mich. Jo, bis zum nächsten Mal, Sleep Angel. Eine angenehme Nacht. Tschüss, tschüss. So, jetzt fahren wir mal Gülle zu unserem Gülle-Lager. Das heißt, wir müssen hier nochmal hin und müssen auch den Schweinestall noch abpumpen. Und da können wir bald auch auf den Feldern Gülle rausfahren. Da brauchen wir natürlich noch einen Gülle-Bomber, aber den kriegen wir irgendwie auch noch. Das heißt, ich glaube hier vorne müsste der ganze Spaß sein. Ne? Schon cooles Gespann, ne? Mit dem Zunhammer. Wir müssen links an der BGA, glaube ich, vorbei und da kann man, glaube ich, durch so ein Güllebecken rumfahren. Ne? Ach, da vorne, ja. Hier links rum. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Müssen wir mal langsam füllen hier. Wir haben auch schon fast 50.000 Liter Gülle. Ich weiß nicht, wie viel das oder für wie viel Hektar das ausreicht. Aber da können wir auch irgendwann mal Gülle ausbringen auf den Feldern. Mist und Kompost haben wir ja schon. Ach, guck mal, sogar noch zu hier. Waren wir noch gar nicht. So, mach auf das Ding hier. Zack. Da müssen wir wohl hier abtanken, ne? In das Güllebecken. Jo, einmal Gülle bitte. Weil auch wieder eine Animation dafür. Warte mal, ich guck mal. Ach, guck mal, die Animation wechselt. Wie geil ist das denn? Läuft das auch wieder hier aus den Löchern raus?
Wie zum 19er? Ah, leider keine Animation da unten. Noch nicht, aber es füllt sich. Also raus geht immer schnell mit der Gülle. Schön. So, Abfahrt. Zum Glück haben wir hier genug Platz, ne? Können wir einmal hier rüber. Gizmo, moin. Das mit den Farben und mit der Helligkeit muss ich nochmal in Ruhe einstellen. Ist schon gut mit dem Güllelager. Da kann man das schön auslagern. Ich weiß zwar nicht, wie viel da reingeht, aber bevor ich es immer mal vergesse, finde ich das schon mal ganz gut, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das dann auch direkt wegzufahren, ne, mit dem Fass. Es liegt an einem Mod. Hab's jetzt ohne Mod getestet und da kommen Säcke raus, siehst du? Da ist wahrscheinlich irgendein Mod, der das quasi beeinflusst. Aber ist doch gut. Dann weißt du das, weißt du Bescheid. Ich würde das so testen, dass man vielleicht mal einen Mod dazu nimmt, dann nochmal testet, dann wieder einen Mod dazu nimmt. So mache ich das auch manchmal, wenn ich jetzt nicht weiß, ob eine Mod einen Fehler verursacht oder so. So mache ich das auch immer. So, da haben wir den Spaß nochmal auf hier. Und dann fahren wir gleich nochmal den Schweinestall an. Da müssen wir allerdings rückwärts dran, weil da liegt das nämlich direkt zwischen dem Heutrockner. So, das heißt, wir haben jetzt hier noch insgesamt, Rinderzucht lohnt sich noch nicht. Ach guck mal, also noch 14.000 und dann haben wir hier nochmal 10.000. Oha, da müssen wir quasi zweimal nochmal fahren. Das war schon oft auf der Bergmann, dass sich Mods beißen im 19er auch. Genau, da gibt es auch eine Seite, da könnt ihr schauen, ne? Also auf der offiziellen NSFM-Seite, welche Mods sich nicht vertragen mit der Bergmann. Ne? Da gibt es so eine FAQ-Liste. Welche Mods vertragen sich nicht damit? Zum Beispiel Mais Plus, Animal Food Production Revamp zum Beispiel, Exhaust Extension, Realistic Refueling, langsameres Entladen, platzierbare Tierstallungen, Animal Increase und. Ne? Da gibt es eine Seite. Helge, moin, grüß dich. Da, das ist die Seite. Da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Ne? Mein Kaffee ist alle. So. Oh, Ernte. Guten Abend, Holger, grüß dich. Wir warten kurz hier, dass die Gülle aufgeladen ist. Schönes Gespann. Ach ja. Ah, gut zu wissen. Ich spiele noch hin und wieder im 19. Da gucke ich mal. Für 19 gibt es genau das Gleiche. Da gibt es auch so eine Liste. Und da kannst du auch nochmal separat schauen. So, gucken wir mal. Also Dark funktioniert aktuell nicht. Verzichte bitte auf die Punkte einzusetzen, weil das bringt aktuell noch nichts. Muss ich das einstellen. Kalli, hallo. Grüße. Willkommen im Stream. So, das ist leer. Jetzt müssen wir zum Schweinestall. Da müssen wir auch noch ein bisschen Gülle abfahren. Da brauchen wir doch nicht zweimal fahren. Weil da waren ja auch nur 10.000 Liter drin. Aber jetzt muss ich gleich rückwärts mit dem Drehschemel dran, ne? Das wird schwierig. Was ist denn Dark? Weil sie gehen dann alle Lichter hier aus. Aber das ist noch nicht alles perfekt eingerichtet. So kommt auf, kann man auch so Farben einstellen und so weiter. Aber das muss ich nochmal komplett überarbeiten. So. Jetzt geht's los, Drehschemel-Action, Leute. Da hinten müssen wir hinten. Da ist nämlich der Trigger. Das wird lustig jetzt.
Ernte 200 geht auch nicht. Geht bis maximal 25. Das ist ein kleines Minigame und da kann man Punkte gewinnen. Mehr ist es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier rückwärts ranfahren, Drehschemel, ne? Wahrscheinlich wieder 80 Versuche brauchen. Oh, das klappt ja wieder super. Ach Mann, ich hasse Drehschemel, Leute. Habt ihr euch das schon gesagt? Terreur, Owen, moin, Grüße. Ja, habe ich scheinbar. Ja, habe ich. Es funktioniert. Wir sind dran. So, endlich zu Hause. Sehr schön. Zombie. Champions League ruft. Yo. Habe ich auch nebenbei auf den Ticker. Spielt der Borussia heute gegen Chelsea, ne? Ach, endlich ist das Hexen auf der Gemeinde Rade RLSF bei mir fertig. Sehr schön. Freut mich. Werde mich jetzt auch eins holen. Ja, schön. Cool. Also mit Lenkrad macht halt allgemein mehr Spaß. Auf jeden Fall, Schema. Auf jeden Fall eine coole Sache mit Lenkrad. So, das haben wir auch gleich. Ich glaube, da war nicht mehr so viel drin. Ne? 5000, 6000. Ja, kriegen wir sogar noch voll. Ich habe das G923. Guck mal hier. Ausrufezeichen Hardware. Da hast du die Liste. Von mir, und da findest du alles, was ich habe. Bis auf das ganz neue Lenkrad, das Racing-Lenkrad ist da noch nicht drin. Dispo-Rolli, guten Abend, hallo. Und ja, da findest du alles. Vom Rechner bis und sowas. 1 bis 2 Millionen Liter. Ui. Christian, guten Abend, hallo. Wir fahren gerade Gülle raus. Super, danke. Gerne, gerne. So, das haben wir auch. Tipptopp. Na komm. Liegt am Hot Logistik DLC. Ach so, ja gut. Ja gut, kann durchaus sein, dass das nicht kompatibel ist. Kann ja schon mal passieren. Kann ja nicht alles mit jedem kompatibel sein. Ist ja einfach so mit den Mods, ne? So, nicht ganz voll, aber die Gülle haben wir weg. Die fahren wir jetzt noch weg. Und dann bringe ich auch mal ein bisschen Kaffee weg und holen wir mir einen neuen Kaffee oder irgendwas anderes zu trinken. Aber erstmal abladen hier. Wie bekommt man eigentlich die Treberreste aus der Brauerei raus? Einfach mit der Schubkarre, warte, ich zeige dir das mal eben kurz. Einfach mit der Schubkarre ranlaufen. So, zeige ich dir.
Also einfach hier in den mittleren hier ranlaufen, mit der Schubkarre zum Beispiel, und dann R drücken. Da bekommst du das raus. Und da kannst du es wegkippen oder geht auch mit einer Schaufel oder wie auch immer. So, wenn ihr auch irgendwelche LS-Versionen braucht, Leute, ne, Ausrufezeichen LS22, da könnt ihr das Göwei-Pack vorbestellen, wenn ihr es einzeln haben wollt, oder halt Season Pass oder LS kaufen, whatever, und auch gleichzeitig den Kanal unterstützen. Ne. Endlich Feierabend, was gibt Schöneres als einen spannenden Stream? Ja, so muss das, ne? So muss das Ganze. Und diese Woche ist auch wieder pickepacke voll mit Streams, ne? Also heute ruft Bergmann, morgen Witcher 3 zocken wir weiter. Donnerstag spielen wir Contraband weiter, das Zoll-Game. Plus dann noch eine Runde Simrail. Freitag geht's wieder in die Lüfte mit Flight Simulator. Das weiß ich immer nicht, Hans-Günther, das kann ich dir nicht sagen. Ich mach mir da keinen Kopf immer. Ich fange irgendwann an und höre irgendwann auf. Freitag, wie gesagt, Flight Sim. Am Samstag spielen wir unter anderem ACC, also Assetto Corsa. Da könnt ihr auch wieder mitfahren, wenn ihr wollt. Da starten wir um 19.30 Uhr. Ich habe auch einen Server wieder aufgesetzt in Monza. Freies Training eine halbe Stunde, dann eine halbe Stunde Qualifying und dann eine Stunde Rennen. Und danach zocken wir irgendwas anderes. Gucken wir mal. Und am Samstag ab 16 Uhr schon Stream. Da zocken wir gemeinsam. Kann jeder mitspielen, der Bock hat. Auf der Ostseeküste. Da freue ich mich auch. Und da geht schon ab 16 Uhr los. Komm, Stream. Das machen wir jetzt einmal im Monat. Und ja, da freue ich mich schon drauf. So. Ich habe auf Direktverkauf gestellt. Kann man auch machen, ja. Das geht auch. Und Kraftzahl. Grüße erstmal. Guten Abend. So, die Gülle haben wir abgetankt. So, gucken wir mal rein hier. Boah, 41.000 Liter. Ich weiß gar nicht, wie viel hier rein muss, ne? Oder rein geht. Hat das schon mal einer ausgetestet von euch? So, wechsel schnell Gerät, bin gleich wieder da. Jo, sehr gut.